gehört. Ja, das sollte er ja auch nicht. Ja, ja, Sportsitze, alles klar. Mhm. Mit Doppel-Anschnalltechnik. Prima, prima. Hier zwei fette Eier. Das sind Gewichte hier, glaube ich. Lasst euch mal kurz ein kleines Stück. Das sind, was? Lasst euch mal kurz ein kleines Stück. Warum? Wenn er abhebt. Achso, ja, okay. Dass ich euch ein bisschen Backup geben kann, wenn ihr dann losfahren wolltet. Ist aber doof, jetzt hätte ich mein Auto noch rausholen müssen. Aha. Kannst ja rauslaufen und wenn er hochhebt, dann schießt du ihn vom Himmel und dann können wir das Auto rausholen. Hat er jetzt gesagt? Nee, nichts verstehe nicht Ausländer. Verstehe nicht Ausländer. Ich nichts verstehe, ich bin Ausländer. So geil. Verstehe. Was? Kack die Pierser Wut? Genau, Grünkreis, sollen wir machen. Sind. Oh Leute, grüner Kreis. Wir nehmen jetzt das Auto. Ihr fahrt zum grünen Kreis und ich gebe euch kurz Backup. Das ist Warte, wo ist der Wegpunkt? 2300 in... Ja, kein Kompassrichtung. Ich habe ihn schon markiert. In die Richtung da, wo ich hingucke. 2100. Dann fahrt ihr vor und wenn er hochkommt und euch wieder verfolgt, oder das Auto euch verfolgt... Bleib du hier. Komm, steig ein, Daniel. Ja. Mach ich ein bisschen Randale mit der MK17. Sorry für die kleine Safe-Zone-Pause. Muss ich jetzt eigentlich hin? Ach, halt's mal jetzt. Warum sollten wir warten? Am Arsch. Warum sollten wir jetzt warten? Weiß ich nicht, ich will von denen nicht immer Zeug haben. Ja, ich auch nicht. Soll er ihr geben? Sie ist so da geblieben. Nein, sie ist nach oben gelaufen. Jetzt mit abzuschwimmen. Damit sie ihnen eine Rückentüte geben kann. Super, da will man euch zwei Haar geben. Will er uns geben? Zwei Sandsäcke. Oh, super, sollen wir mit Sandsäcke? Sollen wir seinen Heli zusenden oder was? Unter Bares verstehe ich aber was anderes, ja. Ich weiß bloß nicht, welche Währung Haar ist, aber na gut. Wir können auch selber für uns sorgen. Lass sie liegen. Wir holen wir nachher. Er ist hier so der Weihnachtsmann auf dem Server, wa? Nee, das ist der nicht weiß, was er tun soll. Deswegen versteckt er sein ganzes Geld, was er hat. Deswegen heißt er Waldtraut. Das ist der sich nicht in den Wald getraut. Rick hebt den jetzt auf. Na, soll er sich damit vergnügen? Kommt er bestimmt gleich mit seiner Hummel wieder angeflogen. Ist er schon gestartet oder nicht? Nee, noch nicht. Aber sobald er euch hinterher fliegt, sobald er aus der Safe ist, einfach draufballern. Ja, ich muss ein Stückchen weg. Er kann ja nicht wissen, dass du das bist, weil er hat bestimmt gedacht, du bist auch mit. Die Map ist einfach zu klein. Okay. So, ab nach Haus und dann pennen. Kann der uns dann immer finden? Er hat es jetzt leider ein bisschen verdient zu sterben. Ich gehe auch zu Leuten hin und schieße dauernd an seinen Kopf vorbei. Ich wollte dich nur erschrecken. Weil er wieder auf irgendein anderes Weiß Auto. Ja, er war leider zu schnell über die Tanne hinweg. Es tut mir leid. Naja. Wir haben ja vorhin nur die ganze Geschichte erzählt mit den anderen Affen da, ne? Ja. Er macht's trotzdem, weißt du? Ja. Vorne ist eine Base. Ah, sehe ich. Was soll jetzt in den grünen Kreis Kiste. Sein? Geld? Kiste muss hier irgendwo sein. Dann müssen Kisten sein, also eine große Kiste mit links da. So, der Jackal, beziehungsweise der Military Offroad ist auch gerade aus der Safe Zone gefahren. Die muss hier irgendwo rumstehen. Ja, irgendwo hier. Also, ich habe noch 200 Meter nach vorne.
Die Mitte ungefähr. Naja, die Mitte, aber das liegt ja nicht immer in der Mitte. Ist das da ein Stein? Ja, ne? Es kann ja überall sein, so ein bisschen. Deswegen. Da ist sie. Ah, da ist sie. Okay. Da müsste Baumaterial drin sein. Könnt ihr dann schon mal ein Ding reinpacken? So, aussteigen und looten. Was ablegen? Nichts ablegen hier. So. Wow, hier ist echt eine Menge. Da sind zwei. Was? Habt ihr das gesehen? Ha? Leute im Stream? Erst waren da zwei Survivor und jetzt ist da kein Survivor. Zunderblock und jetzt ist da wieder ein Survivor. Oh, Steinwände. Obwohl, eigentlich wäre das auch hier voll cool gewesen, ja. Baseball. War da noch mehr drin? Nee, das war's. Wollte gerade sagen. Wie viel ist drin gewesen? Ja, 22 mal Zinderblockwall. Und zwei Türen, glaube ich. Nehme ich gleich Geld von der Bank und kaufe Zinderblöcke, damit wir die auch gleich upgraden können. Ja. Wir kommen dann zur Trader zurück, ne? Also es sind 22 Cinderwalls und zwei Türen drin gewesen, Saftnase. Ja, komm zum Trader zurück. Ich bin auch wieder zurück dahin. Auch dieses Outhouse, das sind zwei Türen? Noch zwei Türen. Dann. Ne, war das keine zwei Türen? Ich meine, das waren zwei Türen. Outhouse. Weißt du nicht, also das was... sind, das sind, so Storage-Dinger, so, wie diese kleinen Shacks, die man bauen kann, diese ja, kleinen Hütten. Also 22 Zinderwalls und zwei Outlaws. Outhouse. Das ist die richtige Trader, die ich da angepeilt habe? Boah. Ja, das ist die richtige. Ja, ja. Weil es ziemlich weit weg ist, deswegen sage ich das. Was haben die denn da stehen? Guck mal, das sieht so weiß aus, der Heli da hinten, ne? Bei denen. Oder? Alter, das ist ein fettes Teil. Das ist ein ganz teures Ding. Berlin. Nee, größer. Ist irgendwie größer. Größer so, und irgendwie rau. Das ist ein riesen Ding, ne? Mit solchen Düsen. So kleine Tragflächen unten. Genau. Drin, ne? Ganz genau. Zwei extra Tanks, glaube ich, auf jeder Seite noch. Also ein auf jeder Seite. Bald Action. Also diese Mission sollten wir auf jeden Fall immer machen. Ja, das bringt uns auf jeden Fall Baumaterial, wofür wir kein Geld ausgeben müssen. Ja. Aber für diese Steinwände brauchen wir dann noch Mörtel, ne? Ja, also Mörtel kostet 900 Coins und der Stein kostet 9000 Coins. Da müssen wir mal gucken, ob hier irgendwo in der Nähe ein Wholesaler ist, weil da kostet das nicht ganz so viel. Wäre auch ein schniekes Haus gewesen, genau hier oben, ne? Es ist alles zu nah an dieser Trader dran. Also du darfst im Umkreis von, ich glaube, warte mal. Rules. Basebuild. Achso, es gibt wieder so eine Art Firmung, wie weit du bauen darfst. Du darfst, Na, 30 Meter Umfang, ne? Ja, Plotpool brauchen wir ja eh. Du darfst 500 Meter von der Safe Zone wegbauen. Also du musst von der Safe Zone weg sein. Wenn das Haus da oben 500 Meter weg ist, können wir da auch bauen. Das mal Geld holen für eine Plotpool. Rote Kette.
Er ist nicht mehr da. Ha, 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 ha. Er ist nicht mehr da. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wenn wir jetzt anfangen, den ganzen Zeugs hier reinzupacken. Wo kann man eigentlich Waffen verkaufen? Bei wem? Bei denen in den kleinen Zelt da drüben. Da. Ich kaufe jetzt erstmal das Wichtigste. Ich sogar zwei Stück kaufe. Was, zwei Stück? Mit Bloodpools. Ist das Auto offen? Ja, ist offen. Kombinationsschlösser brauchen wir auch mindestens zwei erstmal. Aber da ich habe im Auto habe ich ganz viele Worte. Ich will mal kurz das Auto raus, sitzt ja gerade keiner da. Da können wir dann das ganze Baumaterial gleich mit rübernehmen. Ich habe eben gerade dran gedacht, ich habe ja noch die ganzen Waffen im Rucksack, die ich verkaufen wollte. Muss mal gucken, ob wir... Also ich habe keine Axt, keine Brechstange, kein Messer. Ja gut, die Tool müssen wir noch kaufen. So, Leitern kann ich vier Stück mitnehmen. Warte mal, könnte ich bei dem... Stairs habe ich drei, eine Workbench müssen... Die haben wir sogar auch selbst. Vier Schlüssel habe ich. Waltz. Da ist ein Soda. Hier ein. Also ist Tatsache nur Cinder, Blöcke und Mörtel kaufen dann. Über zwei Deerstands, damit wir Ausgucktür bauen können. Eigentlich keine Metal Floors? Nein, die sind auf meinem... Oh. Wir müssen definitiv noch ein paar von diesen Missions machen, damit wir Metal Floors kriegen. Ein Slave mehr nehmen wir mit. So, jetzt habe ich erstmal Brechstange, Messer und eine Axt. Alles. Und hat es da jetzt Schlüssel drin? Alles in eurem Auto schon. Und dieses Mörtel? Das müssen wir noch kaufen. Okay, warte mal. Wie viel kann ich davon jetzt kaufen? Kannst auch wissen. Zwei gerade mal. Jenny. Ist ernsthaft. Die hat das Problem und nicht ihr Kerl. So, ich nehme jetzt mal 1000 von der Bank und kaufe dafür mal Steine und Mörtel.